Glaube, er kann so vieles bewegen. Liebe, sie gibt dir Freude im Leben. Hoffnung, die brauchst du, um den Weg zu sehen, der dir bestimmt ist, um aufrecht zu gehen. Glaube, er hat die Kraft, dich zu führen. Liebe, lässt dich den Himmel berühren. Hoffnung, ist das Licht, das die Nacht bezwingt, wenn in bunten Farben der Tag neu beginnt. Vertraue bis auf morgen, denn die Zeiten ändern sich. Das Leben schreibt Geschichten für dich und für mich. Glaube, er gibt dir Trost für die Seele. Liebe geht auf die seltsamsten Wege. Hoffnung, die nicht wie ein Funken verglüht, die wie Mutter Erde jeden Tag neu erblüht. Glaube, er kann Berge versetzen. Liebe ist wie ein Wunder, man muss es nur sehen. Hoffnung ist wie ein Licht, das die Nacht bezwingt, wenn mit dem Morgen der Tag neu beginnt. Glaube, dann wird dir alles vergeben. Liebe lässt dir den Sturm überstehen. Hoffnung, die brauchst du, um den Weg bestimmt ist, um aufrecht zu gehen. Mara Kaiser, eine echte Saarländerin. Aber Mara, wenn ich jetzt an die Saar fahre, was würde ich denn da als ganz besonderes Mitbringsel einkaufen? Oh, Saarland. Aha. Kohle fällt mir da eigentlich nur ein. Na, ich kann mir vorstellen, dass die Kohle die Leute mitbringen müssen. Ne? Ja, stimmt, um sie zu kaufen. Dippelappes, nee, die sind zum Essen. Also wirklich, ich war hätte das... einfach, gell? Gar nicht, überhaupt nicht. Die Saarschleife geht auch nicht? Nee. Aber wenn ich jetzt sage, ein Esel, ein Hund, eine Katze und ein Hahn, dann weiß man doch, wo ich war. Ja, in Bremen. Genau, es war jetzt leicht, weil das ein Blick nach unten war. Und hier sind die Bremer Stadtmusikanten. Ja, die vier... klapprigen und hungrigen Tiere, die in die Stadt zusammen wollten und auf dem Weg in einem alten Haus zwei Räuber trafen, die schlemmten und aßen und da haben sie sich, wie sie hier stehen, einfach übereinander gestellt und iaten und bellten und miauten und krähten so laut, dass sie mit ihrem gespenstischen Geschrei die Räuber vertrieben. Also man merkt, die Mara erzählt doch ab und zu ein Märchen, gell? Das war jetzt perfekt. Und vielleicht zeigt diese kleine Geschichte auch auf, dass so mancher Schwache mit Mut und ein paar Tricks und Stärkeren besiegen kann. Dankeschön, Mara Kaiser. Und jetzt kommen Gäste aus Österreich und die haben einen recht, ja, ich würde sagen, modernen, volkstümlichen Schlager drauf. Und zwar die Hits von unseren Kids. Und hier sind's, die Storkugler.